Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Star Trek Infinite, das, seit ich das letzte Mal gespielt habe, glaube ich auch schon die ein oder andere Verbesserung und den ein oder anderen Bugfix erfahren hat. Ja, hier unterwegs mit dem Klingonischen Imperium haben uns die Trill eingeladen, sie zu erobern, und dem werden wir gleich auch nachkommen. So schaut der Spaß mittlerweile auf der Karte aus. Und so, ich habe hier schon mal die Eroberungstruppen, eine Flotte, und ich denke, dass das auch ausreichen wird. Und ja, dann können wir den Trill jetzt den Krieg erklären, ne? Soweit ich weiß, sind die ja auch hier nicht aktuell nicht irgendwie mit der Föderation verbändelt, sodass wir dann da keine Probleme bekommen sollten. Also, Kontakte. Wo sind sie? Die Trill. Only the joined may know true wisdom. Assimiliert das. Nein, muss ich noch irgendwelche Ansprüche stellen vorher? Lass mal gucken. Ansprüche-Modus. Ja, wir erheben Anspruch auf Trill und Javilia. So, Ansprüche ratifizieren. Bums. So, jetzt. Only the joined may know. So, Staatsstreich könnte ich natürlich auch machen, ne? Ein Krieg geführt, um den Feind einem durch einen staatlich übernommenen Staat zu verwandeln. Dazu müssen wir die Kontrolle über all ihre Systeme und Planeten übernehmen. Vielleicht wäre das sogar taktisch schlauer gewesen, als hier meine Einflusspunkte geltend zu machen. Aber da es da nur zwei Systeme gibt, kommt es am Ende auf das Gleiche raus. Achso, sie müssen den Krieg ja erst noch akzeptieren, wie war das, ne? Bevor wir sie überfallen dürfen. Recht widersinnig, wie ich finde. Aber so ist das. Integrationsprozess begonnen. Okay, das hat was mit der Föderation zu tun. So, auf geht's. Ich nehme an, das wird keine zu komplexe Kriegshandlung hier werden. Also dann, legt mal los. Zeigt mal, was ihr könnt. We have obtained new information about a star and its planets. Imperial ships optimized. Söldner rekrutieren? Warum soll ich denn Söldner rekrutieren? Nein. Das schaffe ich auch ganz alleine. Imperial ships optimized. Construction completed. Okay, ich denke, ich kann hier schon mal. Victory is ours. Feindliche Flotte. Intercepting signals from a foreign vessel. We have obtained new information about a star. Foreign vessel, Großfrequenzen öffnen. So, jetzt hier rüber. So, gibt es hier noch irgendwelche feindlichen Aktivitäten? Nein. Victory is ours. Okay, wir haben ja schon gewonnen. So,
unbewohnbar. Hier ist auch nur eine Sternenbasis, ne? Hier ist kein Planet, den wir irgendwie einnehmen können. Planet der E-Klasse. Was? Guerillas. Ortsansässige Guerillas, die hinter den feindlichen Linien im Trillreich liegen, kämpfen, berichten, dass sie große Lager mit Waffen, Schiffen und Modulen eingenommen haben. Die Rebellen haben bereits begonnen, Knotenpunkte anzugreifen, aber ohne unsere Unterstützung können sie nicht lange durchhalten. Na, ihr kriegt Informationen. Gibt mir eine Riesenmenge Einfluss, passt. So, ich habe Anspruch auf das System erhoben, aber krieg's irgendwie nicht, ne? Weil es nichts gibt, was ich erobern könnte. Na, ich kann nirgendwo eine Flotte landen. So, aber ich könnte hier ein Konstruktionsschiff hinschicken, oder? Ne, das System liegt nicht innerhalb unserer Grenzen. Okay, es wird mir aber ja irgendwann zugesprochen, wenn ich den Krieg gewonnen habe. Also insofern ist das ja hier nur eine Frage der Zeit. Zerstörte Einrichtung. Unsere Scans zeigen die Ruinen einer hastig zerstörten Forschungseinrichtung innerhalb der Grenzen der Trill. Das Gelände ist mit instabilen Partikeln und den Überresten gefährlicher Komponenten übersät. Was auch immer die Anlage einst beherbergte, wurde fast bis auf die atomare Ebene zerstört. Während wir aufgrund der allgegenwärtigen Brandnahmen von Präzisionsenergiewaffen nicht sicher sein können, wer die Anlage zerstört hat, ist es wahrscheinlich, dass ein Team von Spezialagenten ihrer eigenen Seite für die Zerstörung verantwortlich war. Trill sind noch andere. Trill im Krieg kann man sich so gar nicht vorstellen, oder? Auch wenn es unmöglich ist zu sagen, welche Experimente hier durchgeführt wurden, deutet die schnelle Durchführung der Vertuschung darauf hin, dass die Forschung derselben Natur war oder vielleicht sogar verboten. Aha. Materialien wiederverwerten. Schauplatz stabilisieren. Die Galaxie benachrichtigen. Die Existenz der Einrichtung allein beweist nicht viel, aber die Vertuschung wird das wahre Gesicht der Trill offenbaren. Und was habe ich davon? Ich nehme die Einigkeit und Recht und Freiheit und so. Söldner. Nein, ich möchte keine Söldner. Okay, eine neue Tradition stünde zur Verfügung. So, ich nehme die, damit ich 5 von 5 bekomme. Ne? Also Wohlstandsverteilung. Unterhalt von Jobs kostet weniger. So, und jetzt kann ich mir... Warum kann ich hier eigentlich 4 auswählen insgesamt, obwohl ich ja hier oben nur 3 zur Verfügung habe. So, gucken wir mal. Also, das könnte nochmal spannend werden. Was ist das hier? Wir müssen es nur nehmen. Produktion der Bergbaustation erhöht. So, und jetzt hätte ich politische Theatralik. Die Macht geht auf jene über, welche die Kunden oder ne, auswirken verfügbare Gesandte einer mehr. Nö. Vereinigung. Wir sind uns ähnlicher, als wir uns unterscheiden. Die Größe unserer Kultur trennt uns nicht mehr wie früher. In dieser neuen Ära sind wir alle gezwungen. Bewohnernutzung von Dienstleistungen weniger, Einigkeitproduktion höher und mehr Einfluss pro Monat. Das ist schon mal nicht schlecht. Was haben wir hier? Das große Vermächtnis. Baukosten von Schiffen sinken, Waffenschaden steigt. Das wäre möglich. Funktionierende Verwaltung. Verwaltungslimit plus 100. Na, Geist der Zeit, Forschungsgeschwindigkeit größer, Unterhalt weniger, effektiverer Nahrungsverbrauch, weniger Unterhalt für Schiffe, Unterhalt Gebäude, für das Kommando gezüchtet, mehr Fähigkeitsstufen, Feuer und Stahl, Rumpfstärke der Militärschiffe, höheres Befehlslimit, ist auch nicht schlecht, Kinder von Kales, pflichtbewusst, Wohnraumnutzung, also ich werde mal... das große Vermächtnis nehmen.
Der Waffenschaden wird um 33% erhöht und die Baukosten werden um 15% gesenkt. Das werde ich tun. May the tides of eternity favor the Klingon Empire. Jawohl, das Schicksal bevorzugt das klingonische Imperium. So, dann haben wir doch hier gleich zusätzliche 33% Schaden, richtig? We have obtained new information about a star and its planets. Conquest of enemy territory in progress. Dann leg mal los. Und ich wollte auch noch was anderes gucken, nämlich hier die Forschung der verschiedenen Gebiete hier im ehemaligen romulanischen Sternenimperium, das es nicht mehr gibt. Wie sieht es denn eigentlich aktuell aus, ja. Wer führt denn hier? Wo war das nochmal? Technologie, Flottenmanager. So, da war's. Reichspunkte. Okay. Was vor kurzem noch ein viel dichteres Kopf-an-Kopf-Rennen mit leichtem Vorsprung der Föderation gewesen ist, ist jetzt eine geringfügige, aber doch merkliche Führung des klingonischen Imperiums. Ja, durchaus mit einigen Punkten Abstand hier. Okay, wir gucken mal. Wie es weitergeht. Was, wer plant uns anzugreifen? Feindliche Flotte in der Nähe. Und was ist das für eine feindliche Flotte? Und wo ist die? Wo bin ich hier? Das sind die Nausikaner. So, die Frage ist... Also hier sind die. Cthulhu-System. Pah. Vierte Flotte. Was sind das alles für Flotte? Sind da gar keine Schiffe drin, oder? Warum werden hier keine Schiffe angezeigt? Dreimal Warbird, doch. Dreimal, dreimal, siebenmal. Das sind alles Flotten, die keine Anführer haben. Habe ich noch mehr in der Nähe? Na, die da oben. Mit der komme ich sowieso nicht schnell genug hier runter. Das kann ich mir schenken. System aufdecken. Na gut, wegen mir. Machen wir es so. Okay, alle Flotten hierher. Ja, und ihr auch, um sie erst noch mal ein bisschen aufzuhalten. I hate those pirates. The curs have destroyed one of our mining stations. Defense condition 1, taking evasive action. Versorgungslinien, was? Beschädigte Versorgungslinien reparieren. So. Reinforcements incoming. Was ist hier los? Feindflotten ausweichen. Was ist hier los? Anführer verstorben. Oh!
Martok mit 91 Jahren. Friede seiner Asche. Ja, wo sind meine Verstärkungen? Conquest of enemy territory in progress. So, das werden wir schon gewinnen. Also. Victory is ours. Mining-Station wieder aufbauen hier. Geht nicht, weil. Achso, wegen ausweichender Feindhaltung. Okay. Schließt euch uns an oder sterbt. Lasst mich doch in Ruhe. So, hier rüber bitte. Guerillakrieg. Ja, ihr kriegt Informationen. So, jetzt werde ich Trill besetzen und dann sollte... Der Sieg doch gar keine Frage mehr sein. So, hier sind diverse Bergbaustationen. Ach, Spezialprojekte. Gibt es ja hier auch. So, Flotten landen. So, Forschungsflotte, Spezialprojekte. Hier auch Spezialprojekte? Nee. Macht das Schiff auch irgendwas? Keine Befehle. Oh, schicken wir das Ding mal auf automatische Erforschung hier. So, den Kampf habe ich scheinbar gewonnen. Battle Formations. Battle Formations. Victory is ours. Nothing beats the thrill of hand-to-hand combat. Okay, hier wird gerade eine Invasion durchgeführt. The cowards did not have the stomach for close quarters combat. They are surrendering. Okay, sie geben auf. Alles prima. Was ist hier? Feindinformationen, Alienschiffe. Okay, den Krieg habe ich im Sack. So, hier müssen wir die Station jetzt neu aufbauen. Was machst du hier gerade? Keine Befehle. System erkunden. Was haben wir hier? Was haben wir dort? Ist, glaube ich, alles schon erforscht hier, oder? Unbeanspruchtes System. Okay, lohnt es sich hier irgendwo irgendetwas aufzubauen? Sieht nicht so aus. Habe ich denn überhaupt noch? Ja, ich habe die Konstruktionsschiffe, habe ich ja noch in der Nähe. Ach komm schon. So. Hier gibt es nichts mehr aufzubauen. So, hier gibt es aber noch Bergbaustationen zu bauen. Nachdem wir das System hier erobert haben. So, das ist eine ausgezeichnete Energiewelt. So, da werde ich einen Außenposten errichten. Wie sieht's hier aus? Alles gut.
So, und hier? Hier wird gerade gebaut. Sternenbasis. So, jetzt wollen wir mal gucken, dass bei allen Schiffswerften auch Schiffe gebaut werden. So, ich bin mit der Energie ein bisschen im Minus. Macht nichts. So, wir gucken mal. Bei der Schiffswerft. Bird of Prey, Warbird. Ah, ich kann mittlerweile auch Katinka-Schiffe bauen. So, machen wir mal. So, bei der Kitomer-Station. Wie sieht's bei Kronos aus? Bird of Prey. So, Trillschiffswerft. Da können wir aktuell nichts bauen. Claria Station. So, Bularus. So, dann können wir noch ein paar Upgrades durchführen. So, immer schön dran denken. Verteidigungsplattformen. Und Schiffe lassen sich bestimmt auch mal wieder verbessern. So, Unrod. Militärflotten. So, können wir auch mal auf Verbesserung hier. Herrje, habe ich euch schändlich vernachlässigt. Reparieren wäre auch keine schlechte Idee. Erst verbessern, dann reparieren. Okay, weiter im Programm. Reinforcements incoming. Imperial ships optimized. Kommunikation hergestellt. Wir erhalten eine Nachricht von... Okay, von irgendeiner Kane Democracy. Okay. Nukne. Ja, ihre Stärke beeindruckt uns. Wir geben ruhig mal ein bisschen Lebensmittel aus und machen ein bisschen Party. Imperial ships optimized. Imperial ships optimized. Imperial ships optimized. Invasion vorbei. Habe ich Trill besetzt? Ja, wunderbar. Imperial ships optimized. Nein, ich möchte keine Söldner rekrutieren. Ship wreckage analyzed. Ja, gut. Bei den Trill. Okay, bevor sie optimiert werden, werden sie wohl automatisch repariert. Die Schiffe auch gut zu wissen. Oder gehört das hier oben noch zum Trillreich? Strauchelnder Feind. Den Trill gehen das Personal, die Waffen und die Schiffe aus, die benötigt werden, um die Frontlinien zu halten. Ihre Seite scheint nicht in der Lage zu sein, notwendige Ressourcen einzusetzen, um kritische Positionen zu halten oder verlorene Positionen zurückzuerobern. Angesichts dieser nicht zu gewinnenden Situation scheinen ihre Offiziere zögerlich zu kämpfen. Aber sie sind auch noch nicht bereit aufzugeben. Unser primäres Ziel ist es jetzt, die letzten Teile zu platzieren, die sie dazu zwingen werden, die vollständige Kapitulation als bestmögliches Ergebnis anzuerkennen. Produktion maximieren. Logistische Überlegenheit über Sanktionen anwenden. Jede Lieferung von Lebensmittel und Energie und oder aus dem Trill-Imperium beschlagnahmen? Nein. Druck von außen? Wir werden andere Zivilisationen, die mit unserer Sache sympathisieren, zusammenbringen, um die Trill zu überzeugen, unseren Bedingungen zuzustimmen. Okay, erhöht meinen Einfluss auch nochmal deutlich. Das machen wir. Natürlich. Construction completed.
So, Construction completed. Wo war das? Hier unten. Reinforcements incoming. So, du hier. Hier wird schon eine Bergbaustation gebaut, oder? Ja. So, wie sieht's hier aus? Hier wird aktuell eine Sternenbasis gebaut. Da kommt gleich auch nochmal eine Bergbaustation hin. Gehört das da oben zu den Trill? Ship wreckage analyzed. Our ships are back in the fight. So, bitte eine Bergbaustation bauen, danke. So, was haben wir denn hier noch? Unerforschtes System. Unbekannt, unbekannt. So, hier scheinen wir ja eine Energiewelt zu haben. Was macht eigentlich dieses Forschungsschiff hier? Automatisch erkunden. Bitte. Kleines, hartnäckiges Volk hier. So schnell wollen sie nicht aufgeben. Hier noch die Boslik. Und die Lissipiana. Ich überlege, was hier der sinnvollste Weg zur weiteren Eroberung schon sein könnte. Ich glaube, ohne hier den Cardassianern ein bisschen abzunehmen, komme ich hier nicht auf die linke Seite rüber. Breaking out among our galactic neighbors. Kapla! Was? Die Cardassianer haben den Trill den Krieg erklärt? Das ist aber dumm. Also, was soll das? Ich habe das schon sozusagen gewonnen. Dann erhöhe ich hier mal ein bisschen die Militärpräsenz. Klingon Science prevails. Construction completed. Also meine herausragende militärische Überlegenheit dürfte ja sowieso klar sein. Ich brauche noch nicht mal mehr Anführer, um mit meinen Flotten zu kämpfen. Nein, das war auch vorher nicht nötig. Aber es funktioniert deutlich besser, wenn man die richtigen Anführer dabei hat. Construction completed. Na, aber jetzt sind die Schiffe ja auch stärker und günstiger und überhaupt. So, Kitomer-Station kann aufgerüstet werden. Jawohl. Imperial ships optimized. Construction completed. Imperial ships optimized. Imperial ships optimized. Imperial ships optimized. Imperial ships optimized. Kann ich denn hier optimized. Noch mehr Gebäude? Nee. Imperial ships optimized. Imperial ships optimized. So, ich glaube, ich habe jetzt genug Schiffe im Trill-System. Imperial ships optimized. Was wir mal machen können, ist, wir können mal ins Missionsprotokoll gucken. Trümmer in Cthulhu. Wo hat man denn da noch was offen?
Mysteriöses Konstrukt ist durch. Trümmer in Cthulhu. Da. Okay, verstehe. Was machst du gerade? Keine Befehle. Dann bekommst du hier das Spezialprojekt. Aber was ich eigentlich gucken wollte... Gut, hier waren wir schon drin. Das muss ich gerade nochmal gucken. Erlass und Richtlinien, Traditionen hatten wir gerade. Hier wollte ich gucken, der Missionsbaum. Ob wir da irgendwas vielleicht machen können noch. So, das Reich wächst. Das haben wir schon. So, wie, was wäre hier? Halle der Krieger oder Militärbasis. Also ich habe bereits mehrere Militärbasen, also werde ich irgendwo eine Halle der Krieger bauen müssen. Wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass ich da auch schon eine irgendwo habe. Also gucken wir mal. Wo können wir denn überhaupt noch was bauen? Und können wir überhaupt schon eine Halle der Krieger bauen? Haben wir sowas hier? Nein. Aber wir haben hier noch Planeten ohne Energieverteidigungsgedöns. Ohne planetares Energienetz. So ein planetares Energienetz. Gönnen wir uns überall, wo wir noch Platz haben. Hier ist schon eins drauf und es hat auch schon ein Upgrade. So, hier können wir ein Gebäude verbessern und ein planetares Energienetz draufsetzen. So, hier können wir das Upgrade machen. Hier auch. Heiligtumwelt Wohnblöcke. Darf ich hier eine Halle der Krieger bauen? Was fehlt mir denn noch für diese Halle der Krieger? Aber ich habe auf jeden Fall mehrere Militärbasen. Das ist irreführend. Also eine Halle der Krieger kann ich aktuell noch nicht bauen. So, was haben wir denn hier? Grundsätzlich alles auf Automatik. Erkundungsgeschwindigkeit. Politische Diversifikation. Blühende Städte. So, läuft auf Industrie. Okay, komm, wir lassen das mal alles auf Automatik. Aber wenn es so weitergeht mit diesem Missionsbaum hier, ich glaube, dann werde ich zum Ende der Runde, wie auch immer die ausgehen mag, nicht besonders viel erfüllt haben. Was hätten wir denn hier noch? Häuser der Ahnen. Vulkanischer Schrein. Ich bin mir sicher, ich hatte irgendwo einen vulkanischen Schrein. Jagdgründe. So, das haben wir. So, was wäre denn hier? Positive Beziehungen mit der Vereinten Föderation. Und ein Migrationsabkommen haben. Oder keine Verhandlungen. Ruhm in der Schlacht. Trinke 412,5 Blutweinfässer in 90 Minuten. We have obtained new information about a star and its planets. Okay, irgendwie will der Spaß hier bei den Trillen nicht enden. Das
Circle of Listeners. So, die Trill. Only the joined may know true wisdom. So, ich bin dann mit ihnen im Krieg. Um Frieden bitten, Ansprüche ratifizieren. Ja, die Ansprüche habe ich ja schon. Only the joined may know true wisdom. Mission anfragen. Okay, ich denke, wir warten erstmal weiter ab. We have obtained new information about a star and its planets. Okay, ich muss auch aufpassen, dass ich die Verwaltungslimits hier nicht überschreite. Hier oben hätten wir auf jeden Fall nochmal Energie. Also ich tendiere dazu, mir alles zu tun, alles zu holen, was Energiewelten sind. So mal ganz grundsätzlich. Reinforcements incoming. So, was kann man hier draus ablesen? Die Verteidiger, keine Bündnisse. Kriegsgewinner, Kriegsgewinner. Statisch, Eroberung. Systeme, Planeten, Heimatwelt. Neutrale Zone erschaffen. Status quo verhandeln. Nö, ihr müsst schon zu uns kommen. Wenn sich hier am Kriegszustand was ändern soll. Und ich sag das gerade noch und dann ist es auch so. Der Staub der Schlacht legt sich. Ja, noch viele weitere gelegen für Ruhmestaten, aber das war's hier erstmal. Was? Krieg mit Xylistern sind, da sie von den Kardassianern vassaliert oder annektiert wurden. Wir sind keinen Waffenstillstand eingegangen. Was? Klingon Science prevails. Construction completed. Die Kardassianer haben sich die Trill geholt? Als Vasallenstaat? Was? Das ist kein so tolles Ergebnis. Das gefällt mir nicht. Unabhängigkeit garantiert. Die Vereinte Föderation garantiert die Unabhängigkeit der Genai. Wo sind die denn? Das sind die, direkt neben den Klingonen. Wie könnt ihr es wagen, diesem abgelegenen Bereich die Unabhängigkeit zu garantieren? Und was macht ihr plötzlich da oben? Bei den Kisprit. Dunkler Materiennebel. Ja, da geht's noch so weiter. Könnte man natürlich auch mal mit den Forschungsschiffen hinfliegen. Vielleicht. Wenn ich mich dran erinnere. Aber heute nicht mehr. Die Vereinte Föderation unterstützt die Unabhängigkeit der Trill. Warum unterstützt ihr von so vielen die Unabhängigkeit? Bin ich jetzt noch im Krieg mit den Trill? Kann ja eigentlich nicht sein. Ja, logisch, dass sie argwöhnisch sind. Aber es sind jetzt Kardassianer. Wie konnte das passieren? Habe ich nie aufgepasst. Ich habe die Trill zuerst überfallen, überall gewonnen und trotzdem... Sind es plötzlich Vasallen der Kardassianer? Ich verstehe es noch nicht so richtig. Ja, ich weiß, kommt irgendwo aus der Spielmechanik, aber das ist mir jetzt nicht so ganz eingängig, wie das passieren kann. So, da oben gibt es die Pelianische Republik. So, die Pelianische Republik.
was hat denn die Pelianische Republik für Beziehungen? Wo ist sie denn überhaupt? So, die Pelianische Republik ist vorsichtig. So, Beziehungen, Vereinte Föderation. Okay, das sind die Grenzbereiche, Kriegsgründe. Könnte ich einen Staatsstreich anzetteln? Wirtschaftspakt mit den Boslik. Aber das wäre noch eine Möglichkeit hier oben. Den nächsten Krieg anzuzetteln. Vielleicht. Also von der Reichweite her ist das ja kein Problem. Gut, ich denke, ich ziehe die Flotten da mal zusammen. Obwohl, bevor wir das machen, könnten wir ja hier die Flotten auch noch mal ein bisschen verbessern und verstärken und härten und überhaupt. So, ich hoffe, es besteht irgendwo noch Kapazität dafür. Was ist mit der zweiten Flotte? Ist die irgendwie abhanden gekommen? Die scheint sich nicht mehr bewegen zu können. Ich kann die noch nicht mehr anklicken. Denn mit denen? Oder sind die außerhalb eines zugänglichen Bereiches? Das hatte ich ja auch schon mal. Hatte nur vergessen, wie man es lösen kann. Da muss man die nämlich sozusagen ins Niemandsland schicken und irgendwann kehren die dann wieder zurück. Oder sind die hier noch bei den Trill und ich sehe sie nur nicht mehr? Hier unten sind noch einige Flotten. Ist aber okay. Okay, gucken wir mal. Also. So, das heißt doch verstärken oder nicht? Noch einmal alle durch. Okay, in Ordnung. Ich denke, in der nächsten Folge bereiten wir uns dann auf den Krieg gegen die Pelianer vor. Und ich hoffe, dass mir hier nicht so ein Missgeschick passiert wie bei den Trill, aber ich bin da mal ganz zuversichtlich. Ja, und bis hier bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal auf Wiedersehen.